Hallo Leute, heute haben wir wunderbare Nachricht. Es ist noch ein freiwilliger Kämpfer für die Ukraine aus Deutschland zu uns gekommen, der dann zum Internationalen Legion kommen wird. Aber zunächst ist er naja, zu uns gekommen, so ist es passiert. So, hallo. Hallo. Du bist Amerikaner, aber wohnst in Deutschland. Erzähl ein bisschen über dein Leben, wie du aus Amerika nach Deutschland gekommen bist und so. Ich bin ehemaliger Wissenschaftler und ich habe in zwei andere europäische Länder gearbeitet und endlich habe ich ein Haus in Leipzig gekauft, wo ich mit meiner Ehefrau wohne. Es ist ein bisschen, ist ein ganz Mietshaus und wir haben nur unsere Freunde, die drin wohnen. Und ich habe mit drei nach Ukraine gekommen mit einem Wohnmobil und wir haben Materialien getransportiert und Flüchtlinge nach dem Bahnhof geliefert. Von Bahnhof Lemberg, Lviv, ja, nach Polen, oder? Ja. Aha, okay. Und ja, zunächst mal ein bisschen für Deutsche. Seit wann bist du in Deutschland grundsätzlich? Sehr interessant. Eine gute paar Jahre. Eine gute paar Jahre. Aber schon sprichst du Deutsch, das ist gut. Ja, früher war ich in Westschweiz, wo man Französisch spricht. Sehr gut. Parlons français, we speak English. Aber ja. Und wie lange hat deine Reise aus Deutschland in die Ukraine gedauert? 10 Stunden, glaube ich. Aber 2 Tage, um hierher zu kommen. 2 Tage von der Grenze bis Kiew. Ja, von der Lviv bis Kiew. Ja. Weil es Staus gab oder weil du nicht sicher warst, wo es weiter hingeht? Es gibt viele Staus, aber wir waren in den hinten Landstraßen inzwischen den Dörfer, um besser hierher zu kommen. Und das braucht Zeit. Wir konnten nur 13 Kilometer fahren. Ich verstehe. 30 pro Stunde. Yeah. Also so Landstraßen. War das, weil du so russische Truppen umkommen wolltest oder umgekehrt unsere Checkpoints? Warum so Landstraßen? Es gibt zu viele Stau bei den Checkpoints. Selbst in Richtung von Lviv nach Kiew, also selbst in diese Richtung. Ja. Weil Leute kommen zu kämpfen und so weiter. Ja. Apropos gute Nachricht für uns alle. Und sag mir bitte, was ist deine Motivation zu kämpfen für die Ukraine? Weil ich glaube, dass Faschismus ist das große Krise unserer Zeit und mit Faschismus kann man nicht verhandeln. Selbstverständlich. Ganz einfach. Aber wieso bist du an die Idee gekommen, dass persönlich du kämpfen musst? Ich bin Amerikaner. Du bist Amerikaner. Ganz einfach. Ganz einfach. Das ist sehr gut. Ich glaube, weil in Deutschland ist es nicht so. Man denkt, man muss alles pazifistisch lösen. Aber ich glaube, das ist die Einstellung. Ich bin Amerikaner, ich bin Europäer. Wir sind lediglich alle zusammen jetzt in diesem Krieg. Wir kämpfen für unsere gemeinsamen Werte. Würdest du ein bisschen erzählen über deine, das wird öffentliches Video sein, so du verstehst, würdest du ein bisschen erzählen für öffentliches Video über deine Absichten, was hast du vor zu machen, beziehungsweise welche Erfahrung, welche Kenntnisse, welche Militärkenntnisse bringst du mit? So, ich war in der amerikanischen Bundeswehr und ich hatte ein bisschen Erfahrung. Und ich möchte gern hinter den Linien arbeiten mit Convoys. Mit Convoys, ja, dass sie nicht lange fahren. Ja, das ist sehr gut. Okay, ich glaube, jetzt ist grundsätzlich. Ah, ich weiß nicht, hast du dich vorgestellt? Wie heißt du? Sag mal, die Leute.
Vorname natürlich. Nur. Anthony. Anthony, ja. Das ist sehr wichtig. So. Heute haben wir mit Anthony gesprochen. Ich hoffe, wir werden noch mit Anthony sprechen. Schickt gerne Fragen unter diesem Video. Und ja, klar, abonniert mich. Wird viele interessante Videos geben und unterstützt uns. Es wird noch Informationen geben, wie ihr uns, Anthony, unterstützen könnt. Und natürlich kommt zu uns zu campen. Das ist sehr wichtig. Leute, wenn ihr Eier in den Hosen habt, wenn ihr versteht, dass es Kampf für ganz Europa, ganze zivilisierte Welt ist, bitte, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt mit uns kämpfen und ihr kämpft nicht nur für uns, sondern für euch selbst. So, schön. Okay.